Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Es gibt eine gute Nachricht für alle Firmen und Leute, die dem Erpressungstrojaner Petya zum Opfer gefallen sind. Wir hatten vor einiger Zeit über den Erpressungstrojaner Locky berichtet und es gab dann auch kurz danach den neuen Trojaner Petya, der die komplette Festplatte verschlüsselt hat über den, ich sag mal, umgeleiteten Bootsektor. Wir hatten damals nicht über den Erpressungstrojaner Petya berichtet, aus dem Grund, da mir der Trojaner nicht vorlag. Deswegen konnte ich auch darüber kein Video machen. Jetzt aber eine gute Nachricht an alle diejenigen, die auf den Erpressungstrojaner hereingefallen sind. Und zwar hat ein Entwickler ein Programm entwickelt, ein kleines Tool entwickelt, mit welchem ihr eure Daten wieder entschlüsseln könnt. Das bedeutet, alle die Opfer von Petya geworden sind, können hier über dieses Programm, was wir hier ganz einfach runterladen können, Petya Sector Extractor, darüber können wir die Dateien quasi wieder entschlüsseln und dann sind eure privaten Daten auch wieder verwendbar. Ja, das war's eigentlich dazu. Ich hau euch hier den Link von heise.de in die Videobeschreibung. War nochmal eine kleine Information hier am Rande. Und wir bleiben natürlich weiter dran. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss.